Was kennt ihr in Total War? Teil, wo man auf Schiffen auch Schlachten machen kann, weil wenn man auf See ist, wäre es doch interessanter von dem Schiff, wo wir haben, auf das andere Schiff, dass man da so eine kleine Karte hätte. Das wäre auch bestimmt recht cool. Ich brauche hier neuen Kommandanten. Diesen hier. Ja. Schwarzer Turm des Arkan. Einkommen aus allen Gebäuden. Oh, das ist ja cool. Ist das ein neues Gebäude? Weil ich habe das Gefühl, seitdem der neue Patch draußen ist, gibt es auch eins, zwei neue Gebäude. Bald können wir nichts mehr erforschen. Du bleibst ja hier. Risiko soll ruhig kommen. Capitano Sisiko. Soll ruhig kommen. Das sind zwei ganz kleine Armeen. Na, shit, ich hab auf Warten gedrückt. Nee, wollte ich nicht. Weil wenn man Warten draufklickt, dann gibt's keine Schlacht, sondern man wartet, sondern kriegt nur einen ganz kleinen Teil am Geld. Wenn man allerdings die Schlacht sucht, kriegt man noch teilweise richtig schöne Items, als auch richtig viel Geld zum Großteil, bis zu 10.000 Geld. Je nachdem. Okay, Setra geht jetzt hier hin. So. Ich verstehe nicht. Ah, der hat ja soweit nichts mehr. Wir sind jetzt einfach mal weg. Was könnte man bei dir noch alles mitnehmen? Das haben wir ja dann gesteckt voll. Du gehst mir hier hoch. Dann mache ich mal eine ein bisschen andere Aufstellung etc. Du kriegst auch noch die hier. Und mit den anderen ärgere ich mich gerade, warum ich nicht die Einheiten tauschen konnte. Okay, schauen wir mal, ob Capitano Sissiko uns angreift. Weil ich glaube, gegen so viele Schiffe auf einen Fleck würde ich mich persönlich nicht anlegen.
Aber das ist eine KI. Und wir sind auf hoher See, würde mich trotzdem nicht wundern. Dieses Rad hier bedeutet übrigens, dass dieser Kommandant, wenn der stirbt, der kommt nie wieder. Das. Komm, Notenkriege. Weil die Vampirküste ist nämlich genauso wie unser ganzen die Tomb Kings, kann man sagen. Weil diese auch zerfallen, wenn irgendwie Gegner, wenn wir in einer Schlacht sind und der Kommandant stirbt, das ist das gleiche wie mit den Vampiren allgemein. Wenn der Kommandant stirbt und die geben genauso wenig auf wie wir hier, wenn wir in einen Kampf ziehen und wir verlieren, verlieren wir gleichzeitig auch die ganze Armee. Ah, jetzt hat sich's aufgehört mit dem Schluck auf. Ich hatte gerade einen Schluck auf. Entschuldigung. Nur noch eine Runde, dann haben wir das auch fertig. Mal den hier erstmal, dann das hier. Dich kann ich abreißen, dich kann ich ebenso abreißen, dich kann ich aufwerten. Okay. Wachstum brauchen wir hier, als auch das. Und mit euch, mit denen gehe ich wie gesagt hier hin und hole mir das Buch. Und dann sollte Setra eigentlich soweit fertig sein, dass man mit den letzten Quests anfangen können. So wie die Questschlacht hier oben, als auch der Questschlacht, die hier dann freigeschalten wird. Nein. Weil mit 0 Einheiten sollten wir nicht in eine Questschlacht reingehen. Habe ich mal gelesen. Jetzt schaue ich mal wirklich hier hin. Für Fraktionen am schnellsten. Okay. Dann werde ich trotzdem jetzt mal die Runde beenden. Ich werde sogar länger brauchen wie im eigentlichen LP. Sehr, sehr cool. Da sieht man mal, was 1, 2 Veränderungen oder Bewegungen, die wir gemacht haben, ich hier gemacht habe, gleich mal einen riesigen Unterschied im Spiel bringen. Insgesamt noch 2 Runden. Besser zu sagen 4 Runden, weil wir müssen ja auch noch aufs Land. Du gehst mal hier. Ja, verklickt. Onward, Soldiers! Serve me!
Ah, den habe ich auch unsterblich gemacht. Puh. Du gehst mir einfach mal dahin versauert und versauerst hier. Wir haben dann 20 Stück in der nächsten Runde. Und ich glaube, ihr wisst, was wir in der nächsten Runde anfangen. Weil ich möchte nämlich jetzt meinen legendären Kommandanten haben. Kommandant. Ja, shit. Hat der mir das noch nicht übernommen? Ist da ein Bug vorhanden? Weil wir haben jetzt ja gerade das Ritual hier gemacht. Und ich hätte jetzt einen weiteren Kommandanten. Okay. Verstärkter Tempel. Weil ich habe jetzt halt recht wenig Lust, meine ganzen Gebäude zu reparieren. Okay. Teleportieren. Jupp. Wir haben keine Chance. Ich finde es ja witzig, dass die Zwerge hier eine Squick-Herde hat. Und hier die Menschen, ein Riesen. Das ist eigentlich vom Chaos oder von den Orks. Je nach Eigentum von den Orks. Finde ich aber recht interessant gemacht. Eine kleine Armee. Aus ganz großen Einheiten. Gefecht starten. I alone may wield the blessed blade of Petra. For am I not his right hand, the bringer of the fires of the sun? Today I offer him a fine tribute indeed. 1,000 souls or more. Each an idolater, a heathen. And an enemy of the Hekala. May this please you, mighty Petra, bringer of the day. For it is the last these unbelievers will ever see. Der Riese müsste von den Orks sein. Nicht vom Chaos. Schnell brauchen wir uns jetzt hier nicht bewegen. Weil die Schlacht wird, glaube ich, eh nicht lang dauern. Na, da warte ich noch ein bisschen.
Okay, die gehen nur bis hierhin und hier. Die Mörser tun nicht wirklich weh. Für Infanterie schon, aber hier nicht. Kommt auch drauf an, auf was. Wie gesagt, Infanterie ja, solche Monster nicht unbedingt. Skorpione, Gruppe 1. Viel Spaß. Ihr gebt mir hier rein, ihr gebt mir irgendwie die. Viel Spaß und euch auch viel Spaß. Vor allem die Mörser tun hier schon weh, bei den Einheiten auf jeden Fall. Der Riese sollte auch jetzt kein Problem da sein. Ah, die Zwerge verpissen sich erst einmal. Okay, können wir diese Armee erst einmal ruinieren und dann ganz gemütlich irgendeine andere. Sag's mal, so ist es leicht übertrieben von mir. Hier hilft mal da aus. Du könntest mal hier helfen. Der Riese hat's nicht weit geschafft. Hinterher, los, los. Und sonst regenerieren die sich. Ah, die verschwinden nicht, glaube ich. Ah, doch, sind weg. Du gehst mal einfach hinterher. Und die Zwerge kommen jetzt. Ihr geht mal einfach da raus. Einfach mal hier rein und das gleiche wie bei der anderen Armee. Viel Spaß! Mehr kann man da eigentlich nicht wünschen. Okay, die verschwinden alle. Ihr kümmert euch jetzt mal alle um den. Bis auf ihr könnt die Zwerge ärgern. Feuer gegen sowas, glaube ich, rentiert sich nicht unbedingt. Habe ich zumindest gehört.
Ihr kümmert euch mal um die. Die Hälfte macht ihr gar nicht mit. Den Eisendrachen hin. Die können ein bisschen Schaden machen. So. Jetzt können die zumindest nichts mehr anrichten. Die schlimmer sind von den... Anstatt die Eisendrachen sind die Slayer. Weil die machen gegen große Einheiten richtig Schaden. Und wir haben halt gerade nur große Einheiten. Und die Moral von Zwergen zu brechen, es ist nicht gerade einfach. Vor allem von Slayern nicht. Weil die Zwerge haben wirklich eine wahnsinnig gute Moral. Es ist jetzt nicht so wie bei den Orks. Da ist die Moral recht leicht zu brechen. Aber so ist es eigentlich schon recht schwer dann auch, die Moral von gewissen Einheiten, wie hier zum Beispiel diesen Slayern, zu brechen. Vor allem bei den Zwergen, hier die Slayer. Wenn ich jetzt in der nächsten Schlacht... ich warte noch ein bisschen, weil das haben auch ein paar andere Einheiten recht viel Schaden genommen. Dieser eine Slayer... es sind wahrscheinlich so viele Einheiten um ihn herum, dass die nichts mehr machen können. Dass die sich gegenseitig sozusagen behindern. Habe ich hier eine... Ich habe mir gerade gedacht, das wäre eine unsterbliche Einheit gewesen. Weil der oft weggekickt wurde von Nekrosphinxen und sonstigen Robotern und hat immer noch 52 HP. Aber diese Slayer sind schon gut. Es gibt auch Riesenslayer, die... Das weiß ich jetzt halt nicht, wie gut die sind. Okay, zusätzliche Erfahrung bekommen, etc. Sieht eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Hehehe, okay. Ich habe da verkackt. Rekrutiere ich irgendjemanden? Ich hab gedacht, ich wäre hier hochgegangen. Wen haben wir denn hier? Orks, Piraten, okay. Und genau darum habe ich eine weitere Armee mitgenommen. Weil mit zwei Armeen ist schaffbar, aber man beißt sich teilweise die Zähne aus. Diplomatie. You come to speak to the voice of the vengeful. My consent. Den hier. My will. Okay, das ist schon mal sehr gut. Wisdom awaits. You dabbled in sorcery and now you pay the eternal price.
Okay, dann müssen wir einfach nochmal warten. Das ist jetzt halt auch kein Beinbruch, wenn wir hier das nicht bekommen, diese Questschlacht. Weil wenn wir die normale Kampagne jetzt halt durch haben, dann können wir ja immer noch die weitere Kampagne machen. Weil verloren geht ja der Spielstand hier nicht. Das ist das Schöne. Und wie gesagt, ihr könnt mir gerne in den Kommentaren schreiben, ob wir dann hier weitermachen sollen, die Hauptfraktion, das ganz große Ziel noch erledigen sollen, oder ob wir einfach mit einer anderen Fraktion das auch machen wollen. Weil es so gesehen, wir haben ja recht viele Fraktionen noch vor uns und wir werden ja auch irgendwann mit Kalida und so spielen. Da macht es jetzt halt nicht unbedingt es ist jetzt halt so gesehen nicht allzu schlimm, wenn wir es jetzt halt nicht hier machen, weil es wird ja auch in einer anderen Kampagne sozusagen, könnten wir das ja mal machen. So, ich glaube, der weiß noch nicht genau, was für was ihn erwartet. Setra, du könntest dich hier mal langsam hinbewegen. Wir können halt die legendäre Einheit mit Level 30 noch nicht machen. Dann nochmal Runde beenden. Ich glaube, ich mache ein paar größere Folgen, nicht nur so 20, 25 Minuten, sondern fast 40 Minuten, weil dann habt ihr mehr zum Gucken. Aber der Renderaufwand ist für mich der gleiche, weil wir sind jetzt halt schon fast bei 5 Stunden. Wir werden die 5-Stunden-Marke knacken, auf jeden Fall. Wir haben 4 Stunden, 55 Minuten. Erklären, jupp. Fire on them. Mach mal 3 Belagerungsgeräte. Und belagern. Nee, da ist irgendwas gerade buggy hier. Ärgert mich ein bisschen. Das ist ein einmaliges Gegenstand, den wir herstellen können. Jedes, das hier so ein Ring, bedeutet, dass wir es immer wieder herstellen können. Das ist das Coole an der Sache. Herstellen. Waffe hergestellt. Ich brauche aber eher mal ein paar Artefakte. Was
Fähigkeit, Rolle der des Schutzes. Nahkampf. Nachladerate. Zaubergegenstände. Angriffsbonus unsterblich. Das ist immer selbst, okay. Ah, jetzt haben wir keine Kanutenkrüge mehr für hier unten, weil ganz unten sind meistens die interessantesten Sachen. Okay, dann warten wir einfach mal wieder. Und du gehst hier hin. Und jetzt kriegst du mal ein paar Gegenstände zumindest. Was haben wir denn alles hier? Ihr kriegt auch was für Skorpione. Kämmerische Kriegsfängs, Baukosten für ihn. Ich glaube, die haben ja gerade keine dabei. Die gesegnete Klinge des Petra haben wir ja auch jetzt da drin. Machen wir noch das hier. Rüstung. Kann man... Braucht man eigentlich nichts machen. Das hier auf jeden Fall, das ist sehr wichtig. Wichtiger wie alles andere. Dann machen wir noch den Sandsturm. Okay. Dann hätten wir es ja schon fast wieder so weit. Mit den unteren Bauern sind wir schon fast fertig. Neuer Erfolg am Antiquitätenhändler. Es läuft hier alles nicht so, wie es eigentlich sein soll. Da sieht man mal, was leichte Veränderungen einfach ausmachen. Oder einfach ein paar Moves, die man sonst nicht macht. Okay. I reign. Move in. My faith in you wanes. Wir müssen noch ein paar Arise, Runden warten. Destroy them. Shatter their bones. Ja, weil ich möchte zumindest eins oder zwei dieser Belagerungsgeräte Arise, haben. Rise. Und derzeit werden wir halt von hier. Hier heimgesucht. Ah.
Ich glaube, ich war bloß eine diese Runde noch und dann greifen wir die Stadtmauer an. Oh, das ist auch eine saugeile Magierin. Die ist richtig gut mit Hoch, Magie, mit der Magie. Das ist echt eine coole Magie auch von den Hochelfen. Selbst die Skaven haben eigene Priester, die sind auch richtig genial und können richtig nerven. Okay. Skaven machen ein Ritual. Aber das sollte mich in keinster Weise interessieren. Oh, dann haben wir zwei. Nee, da warte ich nochmal. Belagern. Weil dann haben wir gleich mehrere. Und wenn eins kaputt gehen sollte... Dann ist nicht viel kaputt. Ich finde den Inkamp cool. Aber man muss es ja auch so sehen, die Tomb Kings kriegen generell haben viel weniger Inkam. Im Normalen, da könnte man doch recht viel mit so viel Geld anstellen. Aber ich weiß nicht, wie viele Armeen man insgesamt dann unterhalten könnte, weil die normal, wenn man es auf normal spielt, auf der sterblichen Rasse, wo man Zwerge spielen kann, zum Beispiel, da kommt's, die Zwerge haben generell sehr gute Einheiten, die immer gepanzert sind. Fast alle sind gepanzert. Dafür sehr, sehr hohe Unterhaltskosten und so weiter. Da kann man nicht viele Armeen auf einmal unterhalten. Okay, das könnte jetzt interessant werden. Vor allem der hier. Der Necrofex-Koloss. Der kann mir noch einige Kopfzerbrechen machen, als auch dieser Leviathan. Die Mörser hier, oh Gott, da habe ich... Oh, Scheiße. Darf, ganz ehrlich, für habe ich jetzt... Ich habe jetzt schon eine sehr schlechte Zusammenstellung, weil die Mörser hier, die können hier alles aufräumen. Oh Gott. Das tut, wird jetzt richtig wehtun. Gut, dass ich den Ushabti-Kommandanten da nicht mitgenommen habe, weil die hauen jetzt richtig rein. Die sind hier hinten. Ich würde hier, hier, hier und hier einen Turm hinstellen. Und der Kommandant hier. Die Ushabti, die bleiben hier ein bisschen weiter hinten. Wir haben hier zwei Knochenriesen. Die werden einfach mal alles beschießen, was sich bewegt. Ihr geht mir auch hier hin. Okay, hier kommen schon mal die ersten vielen Einheiten. Neue Front aufbauen. Ist, glaube ich, am sinnvollsten.
aber nicht so weit spreaden. Das habe ich jetzt gerade richtig schön verkackt. Weil wir brechen. Ich versuche jetzt auf mehreren Fronten durchzubrechen. Weil, wie gesagt, diese ganze Verteidigung ist komplett ungedefft. Das ist ein Held, der wird sich ein bisschen langweilen bei den Geiern. Aber der ist schon mal abgelenkt. Und wir brauchen eh hier ein paar zusätzliche Einheiten oben. Okay, das sollte schon mal... Oh, was macht ihr denn hier? Solltet doch nicht... Okay. Solltet nicht ganz nach vorne gehen. Ihr beiden aufmachen. Ihr hier unterstützen. Ihr macht das Gleiche. Du gehst auch vor. Und die Ushab, die schießen fröhlich noch weiter. Ihr beide kümmert euch mal um den hier. Wie lang? Die brauchen schon noch ein gutes Stück. Geht nicht unbedingt fix, aber es geht voran. Ihr geht jetzt einfach mal dahinter. Wir sind hier drüben schneller durch. Aber es kann sich noch ziehen. Das Tor aus, das ist... Oh! Torschaden durch. Okay, da ist gleich ein richtig großes Tierchen da vorne. Wir müssen es auch so sehen, wir haben immer eine ganze Armee noch in Rückhand. Das ist unser größter Vorteil. Okay, dieses Tor ist jetzt auch durchbrochen. Rein da. Frames verabschieden sich. Die Frames. Überhaupt ein...
Hier oben sieht es langsam echt gut aus. Und hier drüben sind wir richtig gut durch. Und hier merkt man einfach den Mörser, der hier die ganze Zeit reinschießt. Mäh. Aber wir, solange die Mörser bloß schießen und wir die ganze Zeit auch Verstärkungen noch kriegen, sollte das nicht unbedingt allzu schwer sein. Wir könnten 2 von 3 Mörsern erwischen. Wir können jetzt auch mal nachschauen, was die Mörser angerichtet haben. Nicht viel, aber es ist auch schon einiges. Deckschützen. Okay. Horde der Zombie-Piraten-Artillerie. Oh. Jetzt ist zumindest ein bisschen die Artillerie nicht mehr ganz so im Einsatz. Weil man kann generell nur 2 Armeen gleichzeitig im Kampf haben. Und sobald die Einheiten sterben, kommen nach und nach immer wieder Einheiten. Kann noch übel für uns enden. Kann, muss aber nicht. Mal rein mit euch. Sind halt auch brutal starke Einheiten, die Vampire hier haben. Okay, der ist... weg. Kolosse, Mensch. Ich glaube, wenn die Kolosse weg sind, okay, haben wir es spät
dann so richtig leicht dann. Aber jetzt sind sie halt noch da. Ah, gut, dass wir wieder Verstärkungen kriegen. Okay, der ist jetzt auch endlich tot. Ich habe hier Knochenriesen überall. Feuer frei. Warum habt ihr alle Moralschaden? Ah, ein Kommandant ist tot. Warum ist nicht Moralschaden, sondern Moral weg? Weil gerade ein Kommandant gestorben ist. My orders enacted. Aber es stabilisiert sich langsam wieder. Jetzt können wir einfach mal vorgehen. Jetzt gibt's eigentlich nur noch ihn hier und die Zeit. Bis er sich aufgelöst hat. Und wir müssen diese Stadt Gefecht beenden, auch besetzen. Recht hochwertige eine recht hochwertige Armee, wo er hatte. Besetzen. The fifth book, the Liber Necris. The final ciphers are revealed. With five books in your possession, the Black Pyramid shall open, and your dominance assured. Yet, the lackey of Nagash is in our way. Undead legions muster in the shadow of the Black Pyramid. Battle is inevitable. Victory ensures your ever-living dynasty reigns supreme. Okay, dann würde ich fast sagen, machen wir jetzt sogar die Questschlacht. Die schwarze Pyramide. Größte Vermächtnis Nagash. Ich
ist ein Bau von reiner, bösartiger Kraft und schwebt unglaublicherweise über der Wüste. Hm. Ja. Und diese Questschlacht werden wir natürlich jetzt machen. Defeat is impossible. Er hat hier schon einiges, aber wir werden noch sehen, was noch alles kommt. Wir haben nämlich Hochkönigin Kalida auf unserer Seite, als auch großer Hierophant Kateb. Hochkönigin Kalida ist links und der Hierophant rechts. The Black Pyramid rises. It is time for the Great King to ascend to a new throne. But Arkhan attempts to frustrate me, proving, finally, that blind loyalty to a perished conqueror will be his doom. Forward, my legions! I will have Nagash's pyramid! Sectra dominates all! Sectra ist sehr entschlossen, die schwarze Pyramide des Nagash einzunehmen. Zwei auf den hierhin. Go, go. Hier ist auch noch mal der Kommandant. Rein mit euch. Ihr geht mit darüber noch. Ich glaube, ich brauche ein bisschen mehr Leute an der linken Flanke wie an der rechten Flanke, wenn es gut eigentlich so ist, weil Hierophant Kateb setzt nämlich selber einen Hierophanten, Hierotitan als auch Gruftskorpione ein. Das ist nämlich schon mal ein sehr guter Vorteil. Kalida hat halt keine dieser Einheiten. Sie hat halt sehr viele Nekropolenritter zum Beispiel. Und wir machen halt den Rest. Wir stellen halt den Rest für Kalida. Jetzt halt haben wir den Legionsbeschuss bekommen. Sehr wirksam. Und wir probieren natürlich gleich mal aus. Das hat jetzt richtig wehgetan. So. Sagen auch mal Hallo. Dann nerven die auch schon nicht mehr rum. Müssen mal momentan alles für, auf Kalida ein bisschen unterstützen, weil die hat die meisten Probleme hier. Hierhin. Warum geht auf
Geh auf den hier. Auf niemand anderen. Geh weg, geh einfach zurück. Geh weg. Kalida, weiß ich gerade nicht, wie es ihr geht, aber wo habe ich's? Hier. Am Buff. Ah, hier ist Kalida. Sie ist, glaube ich, entweder zu Fuß. Ah, nee, sie ist nicht zu Fuß unterwegs, sie hat ihren Streitwagen. Oder sie kann ja auch auf so einen Nekropolenritter auch reiten. Kalida setzt hier sind sie, Ushabti mit Großbögen auch ein. Das ist richtig praktisch. Jetzt kommen weitere Verstärkungen vom Gegner. Das ist aber recht normal. Aber man muss halt jetzt halt aufpassen, sie kommen von allen Seiten. So viel ich weiß. Als auch Untote direkt. Direkte Untote Armeen. Auch wenn wir ein bisschen server-friendly Fire machen, Legionsbeschuss wird hier den Gegner vor allem richtig wehtun. Aua, aua, aua. Ich weiß gar nicht, wie viele Kissen wir bloß jetzt halt wegen den Legionsbeschuss gemacht haben. Und Arkan selber ist gerade gekommen mit seiner ganzen Armee. Und das Gute ist, die unterstützen uns zum gewissen Teil. Ich sage jetzt absichtlich nur zum gewissen Grad oder besser einen gewissen Teil, weil die ganzen Armeen, die hier rechts und links stehen, sich nicht unbedingt in den Kampf einmischen. Arkan selber ist auf dem Streitwagen. Und wir... Oh, ja, geh auf! Ja. Weil wenn wir selber Arkan spielen würden, er selber kann, wie wir ja hier jetzt gut sehen, setzt Vampire auch ein. Das ist auch richtig cool. Oh, oh, lauft. Meine Einheiten sind, ja, sind alle zu sehr irgendwo beschäftigt. Ich muss jetzt halt mal alles irgendwie mal
strukturieren, weil das gefällt mir gerade überhaupt nicht. Okay. So, hierhin. Ihr kümmert mich hier euch jetzt um den hier. Um diese Necrosphinx. Ein Acker. Oh, das ist so toll, diese Laden. Ja, verdammte Seelen. Bei. Großes Hierophant Kartipp ist ja auch so der Lade. Das ist nämlich das Coole an der ganzen Sache. Rein da und so weiter. Das hier mal zünden, das sowie das hier. Sag's mal so viel. Ich denke, diese Questschlacht werden wir souverän meistern. Auch wenn es ein riesiges Durcheinander ist. Ja, das ist wieder der Falsche. Was Schlimmes. Das musst du mal wegmachen. Weil die sind ja stark gegen andere große Einheiten. Riesiges Gemurmel hier. Und die restlichen Sachen sollten die beiden Armeen eigentlich gut hinkriegen. Und ab jetzt kümmern wir uns nur um Arkan, den Schwarzen. Und am Anfang sollte man diese Armeen wirklich unterstützen, weil hier werden immer noch viele Einheiten von Arkan angegriffen, als auch von den Bogenschützen und sogar von den Ushab. Die werden hier immer noch Einheiten anvisiert, sogar Hochhierophant Kartep, ja, wenn Munition hat und er nicht unbedingt rumfahren würde, schießt auch noch mit rein. Do as I say.
glaube, Arkan ist gerade gestorben. Aber ich bin mir gerade nicht so sicher. Weil hier hat es irgendjemand wieder blazet, zumindest. Der Hero-Titan wird. Hat jetzt auch recht wenig Chance. Okay, jetzt hat's gewonnen. Darum setze ich hier so gern auf ganz viele große Einheiten, weil dabei ist man eigentlich zu 100% sicher, dass man es schafft. Selbst diese Nekropolenritter sind wahnsinnig gut hier auch. Die haben einiges gerissen. Man sollte nicht unterschätzen, was die allein bloß kaputt gemacht haben. Ja, die kämmerische Kriegsphinx hat viel, viel besser abgeschnitten. Auch zum Teil die Skorpione. Es haben eigentlich so gesehen alle sehr gut abgeschnitten. Wir können jetzt halt auch mal zu unseren Verbündeten schauen, was die alles angerichtet haben. Hochhierophant Kateb hat auch einiges vernichtet. Kalida, ja, sie hat auch nicht, war nicht schlecht dabei. The Lich King is defeated. His legions scattered like desert sands. Now, nothing can stand in your way. All will bow to the majesty of Nehekara. The greatest of civilizations rises again. The living will quail, for the age of flesh is over. The Tomb Kings shall reign over all. The Black Pyramid is yours. Und ja, jetzt sehen wir hier unser Beginn, wie wir gestartet sind, wie wir weitergemacht haben und so weiter, welche Niederlagen wir hatten von Runde 1 bis 230. Es kann jetzt ein bisschen dauern, ich weiß nicht, ob wir das ganz durchlaufen lassen, weil wir können sie auch so weitermachen, sieht man ja dann ein bisschen, wie wir, aber wir sehen die anderen übrigens nicht. Wir sehen jetzt halt hier, wie wir uns nach und nach das ganze Land geholt haben. Bis ganz zuletzt, wie es jetzt halt aussieht. Und ja, Kampagne fortsetzen. Kampagne abgeschlossen. Ruhm sei euch und uns. Der Krieg wird weitergehen, denn so ist der Lauf dieser turbulenten Welt. Dieser Sieg gehört uns. Und jetzt hat Schwarze Pyramide, haben wir ja abgeschlossen. Ruhelose Legion. Okay. Und nun gut. Ich speichere jetzt noch mal kurz. Let's Play Spielstand. Überspeichere ich einfach mal. Und jetzt gehen wir noch mal zurück zum Hauptmenü.
Und wie gesagt, es sagt mir und schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von beiden sehen wollt. Das Auge des Malstroms oder Reich der Sterblichen. Und wie gesagt, ich würde gerne mit den Skaven weitermachen. Oder auch mit den Echsenmenschen. Oder vielleicht mache ich beides auf einmal. Weil diesen Clan möchte ich auf jeden Fall vorstellen, weil der hört sich auch recht interessant an. Ich spiele dann so gesehen die Skaven. Ich habe sie mal angespielt, ja, aber da bin ich wirklich bloß bis Runde 5 gegangen. Und sie spielt sich recht interessant. Und halt auch ein bisschen durchgelesen, was die ja haben. Die Echsenmenschen habe ich auch mal ganz kurz angespielt. Aber und halt auch geschaut, was sie für Gebäude haben und so weiter. Aber schreibt mir auch gerne in den Kommentaren, was ihr hier sehen wollt noch. Ich kann schon mal so sagen, Hochkönigin Kalida wird garantiert kommen. Noch, als auch die Skaven, vielleicht auch die Dunkelelfen, Hochelfen auf werde ich auch machen. Ja, aber das wird sich erst in der nächsten Zeit ergeben. Dann würde ich sagen, bedanke ich mich fürs Zusehen und wir sehen uns bei weiteren Projekten bei Total War Warhammer. Also bis dahin, ciao, ciao.